Was gibt's denn Schönes? Heide Marie. Hallo Udo? Ja? Ja, grüß dich. Du Udo, ich verstehe mich zurzeit selber überhaupt nicht mehr. Ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Ich habe mich gefreut, dich selber zu erleben mit dem Vortrag, mit den anderen allen. Komm heim, war erst wieder total begeistert, habe mich auch gleich wieder über Holofilling gemacht. Und im Moment ist es sowas von beschissen. Ich verstehe mich nicht mehr, ich weiß nicht, ich habe zu gar nichts mehr Lust. Wem wird das bewusst? Ich nehme an meinem Geist, oder? Richtig, nur dem Geist wird das bewusst. Und das ist immer wieder die Schwierigkeit, das ist diese Identifikation, du hast den Fokus dermaßen herausgelöst auf die Heidemarie und dann geht wieder das Verändern, dass man will, dass das besser ist. Ich sage immer wieder, du fühlst dich als Geist unwohl, wenn du mit irgendwas nicht einverstanden bist. Und das ist genau der schwierige Schritt, wo man ganz alleine gehen muss, dass immer wieder der Geist selber eins über den ist, was gedacht wird. Weißt du, ich habe dir das Beispiel gesagt, pass auf, jetzt das raumzeitliche Beispiel für dich. Ich bin bei meiner Mutter, immer dran denken, du hörst jetzt Worte und diese Worte lösen in dir Vorstellungen aus. Das ist Ja. dieses, mach die Augen zu, geh durch die Wohnung, mehr ist es nicht. Das heißt, da ist nichts da außen und da war nichts in der Vergangenheit. Alles, was ist, ist hier und jetzt in deinem Kopf. Also gut, der Udo war bei seiner Mutter im Pflegeheim, die sitzt im Rollstuhl und die hat auch so ihre Phasen und dann willst du mal was erklären und dann sitzt sie und dann hat sie einen Parkinson, dann merkst du, die regt sich auf und nachher sagt sie, Mensch, ich war immer vergesslicher. Jetzt nicht Alzheimer, Alzheimer ist was ganz was anderes. So auf Kleinigkeiten. Ich war immer vergesslicher. Und dann sage ich bloß, wer ist es, der das jetzt merkt, dass die Emmy immer vergesslicher wird? Und zu dir sage ich, wer ist es, der das merkt, dass die Heidemarie in deinem Traum immer unruhiger wird? Dass die unzufrieden ist, dass sie meint, es müsse besser werden, es müsse besser sein. Das ist das einseitige Wertesystem von der Heidemarie. Aber wer ist es, der das merkt? Und jetzt ist die Schwierigkeit, du merkst es, aber es ist die volle Identifikation mit der Heidemarie da und jetzt willst du die Heidemarie verändern, du willst, dass der besser geht. Und das ist die große Falle, du strebst schon wieder einseitiges Ziel an. Ja. Pass auf, Heidemarie, ich habe tausende Mal folgenden Satz gesagt. Jeder Beobachter, der irgendwas beobachtet und mit dem, was er beobachtet, ist nicht einverstanden ist, ist ein blindes Arschloch. Jetzt pass auf, jetzt haben wir verschiedene Stufen. Jetzt ist natürlich auf der unteren Ebene, wir gehen nochmal von ganz normalen Menschen aus, so wie die Heidemarie ein normaler Mensch hier und jetzt ausgedacht war. Da glaubst du ja, du bist der Körper und dieser Körper erlebt jetzt eine Welt, das Gehirn erlebt eine Welt und da ist man mit Filmsack nicht einverstanden. Jetzt kommt die nächste Stufe, dass du ja merkst, ich bin ja nicht dieser Körper, sondern ich bin der Verstand, der diesen Körper beobachtet. Ich Mensch beobachte mich als Körper. Wobei der Verstand ja immer noch rein auf der blauen Ebene ist. Und jetzt merkst du, dass die mit dem neuen Wissen, du merkst, dass diese Heidemarie Bindestrich Körper auf der Ebene mit der, was nicht einverstanden ist und du willst es verändern. Damit bist du bloß eine Stufe drüber, dieses Ich beobachte mich und wenn ich mit mir nicht einverstanden bin, bleibe ich ein blindes Arschloch. Jetzt gehen wir noch eine Stufe höher. Ich beobachte den Intellekt, der mir einredet, dass der Intellekt sagt, ich bin dieser Körper. Und ich bin jetzt mit dem Intellekt nicht einverstanden, bleibe ich immer noch ein blindes Arschloch. Du musst die Stufe haben, dass du aus einer stoischen Ruhe, aus einem apathischen Zustand heraus dir bewusst machst, was ja der Fall ist, dass die Heidemarie unruhig ist, dass sie unzufrieden ist. Das ist ja dein Werte- und Konstruktprogramm. Aber du darfst nicht den Fehler machen, das verändern zu wollen, sonst bleibst du weiterhin ein blindes Arschloch. Jetzt pass auf. Jetzt ist wichtig. Ich wiederhole den Satz und den habe ich tausende Male gesagt und ich sage immer wieder dazu, meine Erfahrung ist beim normalen Menschen, die Namen, die ich jetzt immer nenne, die Donis, die Feddings, die den Udo seit 20 Jahren sehr intensiv diese Lehre verfolgen, dass die mittlerweile alle schmunzeln und sagen, es dauert 20 Jahre, bis du den Satz verstehst. Pass auf, jeder Beobachter, der mit irgendwas nicht einverstanden ist, ist ein blindes Arschloch. Solange du irgendwas verändern willst, an deinem Traum wird sich am Wesentlichen nichts verändern.
Jetzt sage ich dir, was das Wesentliche in dem Traum ist. Das Wesentliche im Traum ist der träumende Geist als Ding an sich. Der ist das eigentliche Wesen in dem Traum. Okay? Jetzt wiederhole ich den Satz nochmal. Solange du mit irgendetwas nicht einverstanden bist, das macht ja das Programm Heidemarie, wird sich am Wesentlichen nichts verändern. Dieses Wesentliche ist das blinde Arschloch, das du bist. Ja. In dem Moment, wo du absolut bedingungslos mit allem einverstanden bist, ohne was verändern zu wollen, das ist der Satz, fordere dein Wille geschehe, liebe deine Feinde, wird sich das Wesentliche verändern, dann wird nämlich aus einem blinden Arschloch ein bewusster Geist. Ja. Verstehst du? Ja. Das ist jetzt, wenn das wirklich auf dich wirken lässt, dieses apathisch sein, erinnere dich in dem Vortrag, sage ich zuerst einmal das Sympathisieren. Sympathie, hör auf mit irgendwas zu sympathisieren, mit einer Sekte, mit irgendeinem Menschen. Sympathie heißt Mitleiden. Du kannst an einem beschränkten Glauben leiden, an Dogmen leiden, du kannst mit anderen mitleiden, aber du wirst dir eins klar machen, das verändert nicht das, mit dem du mitleidest. Die leiden trotzdem weiter. Sollten die überhaupt leiden? Wenn du jetzt die 4 Stufen der Vergessenheit verstanden hast, wirst du feststellen, dass ein Gedanke von dir sowieso nicht leiden kann. Das sind so ganz einfache Sätze. Ja. Heidemarie, der Einzige, der den Traum erlebt, ist der Geist, der träumt. Alles andere sind Schatten. Das ist nochmal ein vollkommen neues Weltbild. Und dir muss klar sein, der Geist, der mir jetzt zuhört, ist nicht die Heidemarie. Das ist auch nicht der Udo. Der ist was ganz was anderes. Jetzt ist natürlich, sobald wir uns jetzt einen Geist ausdenken, der dieses Gespräch belauscht, der aufmerksam zuhört, dann ist der Geist schon wieder was Ausgedachtes. Du bist als Geist immer eins drüber. Du bist etwas, was du nicht denken kannst. Und das ist auch die Ewigkeit. Und das jetzt Seele nennen, das ist das, was die Leute, ja, Seele ist schon wieder was Ausgedachtes. Das ist, wenn du Geist bist, wirst du das irgendwann einmal checken, und nur eine ausgedachte Figur überlebt es eh nicht. Ja, ja. Du weißt, wenn ich immer sage, das ist keine Drohung, das ist ja eigentlich das, was du glaubst. Das ist, dein Programm schreibt dir das ja vor, dass ich ein sterbliches Säugetier bin. Aber die Frage ist, wer denkt sich dieses sterbliche Säugetier aus? Wer ist das? Und da ist ein großes Fragezeichen, und das löst sich jetzt mit Holofeeling auf, wobei du es nicht erklären kannst. Ich sage immer wieder, du musst dich an etwas wiedererinnern, was du nicht denken kannst. Das ist das, was du bist. Ja. Oder der Satz, das, was du bist, kannst du nicht sein. Ja. Jetzt sein in Form von Existenz, weil nichts kann man nicht sein. Du bist es schon. Und jetzt sage ich, du kannst es aber auch nicht nicht sein, weil du kannst machen, was du willst. Du wirst das ewig sein, was du bist. Dieser Geist, der nicht denkbar ist, weil alles, was du denken kannst, ist eine Erscheinung, die in dir in Erscheinung tritt. Da steckt alles drin. Wenn du das verstanden hast, hast du die Aufgabe dieses Lebens gelöst. Gut. Und wenn du dich immer mehr ausrichtest, das ist Ziel, wenn ich sage, du wirst sehr, sehr mächtig, weil die Welt, die du jetzt erlebst, die letztendlich nur aus ständig wechselnden Bildern besteht. Das ist so. Es ist immer für dich, Geist, nur das da, was du jetzt siehst und was du denkst und was du wahrnimmst. Und sobald du was nicht mehr denkst, ist es weg. Das heißt, jeder neue Gedanke zerstört den bestehenden Gedanken. Ich habe doch in dem Vortrag gesagt, eins meiner Lieblingswörter ist Scheiß oder Scheiße. Und dann sage ich, im Englischen heißt es ja Shit. Das ist in dem ersten Wort Beroshit, steckt es schon drin. Inmitten dieses Kopfes wird alles erschaffen, aufgebaut, hingestellt. Und dieses Shit-Shi heißt ja auf Hebräisch Geschenk. Wir können jetzt lesen, eine geschenkte Erscheinung. Und dann 2 Sätze weiter erkläre ich dann von Shiva. Da erwähne ich nicht. Wenn du aufpasst, wenn du sehr aufmerksam zuhörst, merkst du, in dem Wort Shiva ist schon wieder das Shi mit drin, dieses Geschenk. Und das ist, Shiva ist der Zerstörer. Aber der wird im Hinduismus am meisten angebetet, weil das der Erneuerer ist. In dem Moment, wo du was am Leben erhalten willst, hinderst du hier diesen geistigen Fluss, dein geistiges Wachstum fließen zu lassen. Das heißt, der Säugling muss zerstört werden, dass das ein Schulkind wird und so weiter. Die Raupe muss zerstört werden. Das heißt, die Heidemarie muss sich auflösen, damit sie ein Schmetterling, eine Psyche, ein Geist werden kann. Das passiert einfach. Es gibt auch nichts, wo man Angst davor müsste. Die ganze Angst ist doch schon wieder nachgeplappert. Verstehst du? Das ist dieses Festhalten, das Ego ist unendlich hartnäckig. Das will sich am Leben erhalten. Und das wirst du nicht aufhalten. Und was ich noch ganz kurz dazu sagen will, ich habe das auch
zigfach erwähnt. Ich, fast für mich sind die Wiederholungen ja alle gleichzeitig da. Mhm. Wenn ich sage, du hinderst deinen Geist am Wachstum, muss ich das noch der Genauigkeit mit einflechten und betonen, Geist ist als Ding an sich ein absolutes Nichts. Und das Nichts bleibt nichts. Das heißt, wenn ich von einem geistigen Wachstum rede, meine ich nicht, dass der größer wird. Weil wie sieht ein Nichts aus, das größer wird, wenn es weiterhin nichts bleibt? Was der Unterschied ist, aus diesem Nichts entspringt alles, was überhaupt da ist. Denk, wir sagen, wir symbolisieren unser Nichts mit dem abstrakten roten Meer und sämtliche Gedankenwellen, die an der Oberfläche in Erscheinung treten, kommen ja aus diesem Nichts, aus diesem Meer. Okay? Und jetzt ist es so, wenn ich sage, der Geist wächst, ist einzig und allein die Fähigkeit dieses Geistes, dass er immer mehr unendlich viele verschiedene Gestalten und Formen in seinem Bewusstsein aufwirft. Und das wird natürlich zurzeit absolut bestimmt von dem Programm, das du zum Denken benutzt. Das ist wie beim Computer. Im Computer tritt auf dem Bildschirm nur das in Erscheinung, was du an Daten und an Software zur Verfügung hast. Weil der rechnet ja die Bilder aus. Das heißt also hier, die klassische asiatische Form, sich hinsetzen und in die Stille meditieren, das ist was sehr Geistloses. Das ist einmal ein Weg, aber es ist geistlos. Der Sinn ist, du musst deinen Intellekt erweitern, weil umso größer dein Intellekt wird, umso größer werden deine Vorstellungen, die du in dir aufbauen kannst. Das dürfte einleuchten, wenn du Geist bist. Das sind so einfache Sätze, wo ich sage. Und ich betone immer wieder, ich rede wirklich nur von Fakten. Was sich immer wieder einmischt, ist dieses beschränkte, limitierte intellektuelle Vergleichssystem. Ich habe das so schön hier dargelegt in dem Vortrag, wenn du den nochmal angeschaut hast. Das ist so wichtig. Jede Vorstellung von richtig setzt das Gegenteil. Und ich sage immer wieder, du wirst das heilige Ganze nicht erleben, wenn du dir permanent den Kopf zerbrichst, was richtig und verkehrt ist. Und dir muss jetzt bewusst werden, dass die Heidemarie, die du zu beobachten hast, denk an mein Tierchen gucken. Das ist auch so ein Beispiel. Das erkläre ich seit 15 Jahren. Und ich merke bis zum heutigen Tag, dass wenn wieder welche Geistesfunken, wie ich das nenne, Facetten von mir auftauchen, dass sie es nicht verstanden haben. Dieser einfache Satz, ich sage, der Tierforscher ist in einer anderen Welt, der wird von den Tieren nicht wahrgenommen. Der steckt in irgendeinem Versteck, für die Tiere existiert er nicht, weil sonst würden die Tiere ja abhauen. Und der schaut nur. Und der schaut durch absolut wertfreie Augen. Das heißt, wenn der ein Tier beobachtet, er wird diesem Tier keine Qualität zusprechen, dass er sagt, das Tier ist gut und das ist schlecht oder böse. Und er wird auch in keinster Weise, wenn er das beobachtet, wie die Tiere, diese Charaktere, ich könnte jetzt sagen, die Programme interagieren, er wird in keinster Weise sagen, das Tier macht was richtig und das Tier macht was verkehrt. Er erforscht die Grenzen des Intellekts eines Tiers. Und da habe ich immer diesen Satz, den ich sehr oft auch bestimmt schon tausende Male erklärt habe, versuch nicht einer Katze beizubringen, dass sie ein Stöckchen holt. Du kannst ihr beibringen, dass sie aufs Katzenklo geht. Aber in ihrem Programm ist, einer Katze ist es nicht möglich, dass sie ein Stöckchen holt. Mhm. Das kannst du einem Hund beibringen. Ja. Aber du kannst den Hunden sprechen nicht beibringen, Heidemarie. Weil da ist die Grenze dieses Programms erreicht. Das wiederum kannst du komischerweise einem Papagei beibringen. Wenn du denn oft genug was vorsprichst, dann spricht er das nach. Er imitiert es, er simuliert. Similar ist er, er äfft das nach. Aber was du nicht schaffst, dass du ihm beibringen kannst, was das bedeutet, was die Worte bedeuten, die er jetzt nachäfft. Und jetzt immer dran denken, der normale Mensch ist ein Trockennasenaffe. Jetzt setzt Holo-Feeling ein, dass ich dir sage, du bist so weit, dass du nachplappern kannst. Denk an das Diktiergerät, wo ich sage, das sind die Professoren. Egal welchen Professor aus welchem Fachgebiet du reden hörst, welchen Esoteriker. Ich sage, bring mir irgendeinen, wenn der den Mund aufmacht, ich sage dir genau, was man denen erzählt hat, welche Bücher er gelesen hat oder welche Meisterworte er nachplappert. Aber das Verstehen wird der Trockennasenaffe nie können. Das kannst du erst, wenn du dich erhebst und du verstehst, ich bin der Geist hinter dem Trockennasenaffen. Erst der Geist kann verstehen. Naja, ja, das, diese Sachen, da habe ich eigentlich keine so eine Schwierigkeit. Im Moment begreife ich es oder kann ich es auch verstehen. Nur wenn dann diese Situationen auftreten, das ist, und dann kommt ganz massiv das Ego. Das ist das, was ich Ego nenne. Und dann rutschst du immer wieder runter. Aber das Schöne ist, dort es ja keine Zeit gibt. Wie oft habe ich das Beispiel gebracht, dieser Zustand, das ist wie das Wetter. Es ist wie das Atmen. Du lebst noch in einer zeitlichen Raumempfindung. Das heißt, was sich gleichzeitig aufspannt, diese Transversale plus minus,
Magst du eine Longitudinale? Das ist wie wenn ich eine Buchseite, pass mal auf, wenn ich jetzt hier, ich habe ein Buch. Wir machen das einmal praktisch. Ich zeige dir jetzt einmal ein Buch. So von vorne. Du musst jetzt wissen, dass jetzt eigentlich zwei Sachen da sind, das Buch und ein Hintergrund, sonst könntest du das Buch nicht sehen. Okay? Ja. Und jetzt passiert das Erste, da ist ja unheimlich viel drin. Das Erste, was du machen musst, du klappst das auf. Jetzt hast du zwei Seiten. Ja. Interessant ist, wenn du jetzt ein normales Buch liest, wenn du dir Gedanken drüber machst, ist dir klar, dass wenn du bei der rechten Seite zum Lesen anfängst, dass die linke Seite im selben Moment auch da ist, aber du wirst dir jetzt einreden, die kommt in der Zukunft, die lese ich ja erst in der Zukunft. Wenn du auf der linken Seite bist, ist dir klar, dass die rechte Seite auch da ist, aber die habe ich ja schon gelesen, die war in der Vergangenheit. Jetzt ist aber hier doch beides gleichzeitig. Und genau dasselbe Phänomen hast du, du kennst es, in dir taucht ein Gedanke auf, Mensch, da bin ich wieder neben mir gestanden. Mensch, bin ich wieder neben mir gestanden. Was heißt das? Dir wird was bewusst. Bewusst werden kann dir bloß immer jetzt was. Und jegliche Form von Bewusstwerdung hat ein Objekt, das dir bewusst wird. In dem Fall ist es praktisch das Objekt der Bewusstwerdung ist ein Zustand der Unbewusstheit. Das gehört untrennbar zusammen. Das ist das. Wenn du sagst, Mensch, da bin ich wieder neben mir gestanden, da habe ich wieder geschlafen, wie man so schön sagt im Normalen, musst du wissen, da ist eine Bewusstwerdung eines unbewussten Zustandes. Das ist wieder ein Plus-Minus. Merkst du, das ist eine Gedankenwelle. Das ist gleichzeitig. Was jetzt aber dein Intellekt macht, und das musst du beobachten, da musst du eins drüber sein, dass die Heidemarie, die jetzt sagt, Mensch, da bin ich neben mir gestanden, denkt in diesem Moment an einen Unbewusstheitszustand der ausgedachten Heidemarie. Aber da ist jetzt irgendwas in dir drin, das redet dir ein, du warst vorher unbewusst und jetzt bist du bewusst. Du warst nie vorher unbewusst, sondern wie das Unbewusstsein im Vordergrund war, wusstest du nichts von dem Bewusstsein. Und jetzt dreht sich die Polarität im Jetzt und jetzt schaust du die andere Seite an, nämlich die bewusste Seite. Und jetzt wird dir klar, die bewusste Seite sieht jetzt das Unbewusstsein. Wenn du aber das Unbewusstsein anschaust, wenn du das zu sein glaubst, ist kein Bewusstsein da. Dasselbe habe ich doch erklärt mit Mensch ist jetzt schön still. Denk wieder, haben wir doch gehabt, wenn das nur das Ringrennen ist bei dir. Jetzt kannst du sagen, ist jetzt schön still. Du kannst doch Stille gar nicht hören. Sollte der Gedanke in dir auftauchen, taucht die Stille und der Raum auf. Wobei du jetzt wieder das in die Longitudinale ziehst und dir in dir dein Programm sagt, es war vorher Lärm und drum ist es jetzt still. Aber das eine gibt's nicht ohne das andere, Heidemarie. Das sind immer wieder, schau mal nach oben, schau mal zur Decke, zur Zimmerdecke hoch, schau hoch. Jetzt hast du das Gefühl von oben. Du siehst nur oben. Mensch, da oben sind die Wolken. Die muss klar sein, sobald du an oben denkst, ist auch ein unten da. Das bist jetzt in dem Fall du selber als Heidemarie, wenn wir das beobachten. Mhm. Wenn du sagst, schau mal zum Boden runter. Schau zum Boden runter. Jetzt siehst du unten. Wieso? Weil du jetzt glaubst, oben zu sein. Wo warst du jetzt, während du mir aufmerksam zugehört hast? Warst du oben oder unten? Du bist immer in der Mitte. Die Mitte ist das Einzige, was immer ist. Dieser Mittelpunkt. Mitten in Gott. Das ist das Zentrum deines Bewusstseins. Und alles, das oben, das unten, das bewusst, das unbewusst, das schön, das gut finden, das schlecht finden, das denkst du dir immer in Form einer Welle aus, wobei du immer nur eine Seite anschaust davon. Obwohl die andere Seite im selben Moment hier und jetzt da ist. Du warst im Fliegenstall. Das denkst du jetzt. Wo ist Fliegenstall jetzt? In deinem Kopf? Wo ist Fliegenstall, wenn du in Fliegenstall bist? Auch in deinem Kopf. Wo ist Nürnberg? In deinem Kopf. Es kann nur hier in Erscheinung treten und es tritt immer jetzt in Erscheinung. Und dein Programm macht jetzt um dich herum Raum und Zeit. Und ein fürchterliches Durcheinander. Das ist ja sowieso, das ist das Tohuwabohu. Damit beginnt ja das Spiel, so wie man das übersetzt. Wobei das eigentlich gar nicht, das Tohuwabohu eigentlich gar nicht hier durcheinander heißt. Das ist diese unendliche Vielfalt gleichzeitig, die du ja als ein Chat, wo ich immer wieder sage, schau mal, wenn du jetzt zum Beispiel Nürnberg, du hast noch niemals Nürnberg gesehen. Das ist wie unser Wetter, das ist eine Riesenkollektion. Nürnberg ist für dich einfach nur ein Wissenskomplex, das ist eine riesengroße Datei. Und egal, was du jetzt, welche Straße, welches Haus, selbst wenn du bei dir in der Wohnung in der Schublade reinschaust, das kannst du jetzt genau machen. Da habe ich Nürnberg, da habe ich diese Straße, da habe ich das Haus, da habe ich die Wohnung von der Heidemarie, da habe ich die Küche von der Heidemarie und jetzt ziehen wir die Schublade raus. Das sind nur Facetten. Das ist wie, wir haben ein Bücherregal, ein Buch, eine Seite von einem Buch, eine Zeile von einer Seite.
ein Wort von einer Zeile und das Wort wiederum. Denk wieder an Krebs, an was denkst du selbst? Das Wort ist noch unendlich vielfältig. Und dann nimmst du wieder nur bloß eine Seite. So funktioniert es, darüber diskutiere ich mit keinem Trockennasenaffen. Ist klar, ja. Ich öffne dir die Augen einfach für das, was ist, aber was ich immer wieder betone, Holofeeling ist ein vollkommen neues Weltbild. Schau, wir machen jetzt mal Zeitgeschichte bei dir. Du hast ja wenn Medien, du denkst dir jetzt eine Welt um dich herum aus, aufgrund deiner Medieninformationen, die Sache mit den Flüchtlingen. Jetzt kann man, pass auf, das hat immer zwei Seiten. Wir können jetzt sagen, eigentlich ist es überraschend, dass hier die Deutschen so hilfsbereit sind. Ist ihr gutes Recht in der Geschichte? Ich denke, sag immer wieder, jetzt machen wir Zeitfenster auf. Du denkst jetzt mit deinem Wissen an Nazi-Zeit aus, wo viele raus wollten aus Deutschland und kein Land hat die aufgenommen und die sollten das jetzt wieder gegenkompensieren, indem die Deutschen hilfsbereit sind. Aber du musst wissen, diese Hilfsbereitschaft, umso mehr die wächst, wächst im selben Moment der Rassenhass, die Neonazis. Das wächst gleichzeitig. Umso mehr Hilfsbereiter die waren, umso mehr wirst du einen Gegenpol haben. Ob du den im Vordergrund hast, ob du den mitkriegst, ist was ganz, aber das eine gibt's nicht ohne das andere. Weißt du, das geht schon los, wenn ich sage, das Einatmen und das Ausatmen. Da sagen die, das kann nur nacheinander kommen. Ich kann nicht einatmen und ausatmen gleichzeitig. Dann bist du noch voll in dem raumzeitlichen Denken. Es kann doch nicht hell und dunkel gleichzeitig sein. Ich habe das erklärt sehr wohl mit einem höheren Bewusstsein. Es ist nichts anderes. Das gilt für jede Polarität. Der Wellenberg und das Wellental kommen nicht nacheinander, sondern die sind gleichzeitig. Okay? Ja. Das ist ein neues Denken. Das ist das komplette Überwinden der Raumzeit. Und das findest du außer den Holofeeling nirgends. Die können dir zehnmal vom ewigen Hier und Jetzt erklären. Erinnere dich an die Vorträge. Selbst wenn sie es aussprechen, merkst du, dass die Figuren in deinem Traum immer noch raumzeitlich liegen. Und jetzt ist es, dass dir das bewusst man muss, dass ich noch einen Schritt weiter gehe. Es kann prinzipiell nicht so niemand in deinem Traum irgendwas verstehen. Es ist ein Schatten auf der Leinwand. Aber das Schöne ist, er kann auch nicht fühlen und er kann nicht leiden. Die vier Stufen der Vergessenheit. Du hast die jetzt drauf, hoffe ich. Auch wenn sie nicht immer präsent bewusst sind. Wenn das absolut präsent bewusst ist, dann wird dir das klar, dann bist du frei. Dann wirst du merken, es ist nur lehrreich, unterhaltsam, so wie Filme halt auch. Das Problem ist ja nicht die Geschichten, die du erlebst in deinem Kopf, vollkommen real, zur Zeit des Lebens der Heidemarie oder wer du halt gerade zu sein glaubst. Das ist nicht das Problem, sondern diese Vergessenheit, dass du meinst, da gibt's einen grausamen Gott. Ist Gott grausam, wenn er dir ein Märchen einspielt, wo irgendeiner leiden muss, muss die Märchenfigur leiden? Du sollst davon lernen. Und das Erste, was du lernst, ist, hör auf, mit irgendwas zu sympathisieren. Aber die, was jetzt die Figur in deinem Traum macht, Heidemarie, ist was ganz, ganz anderes. Denk an das Beispiel, erzähle ich auch tausendmal, das Gespräch mit dem Matten, wo der sagt, ja, aber ich kann doch, wenn mein Sohn, mein kleiner Sohn auf die Straße läuft, wenn ein Auto kommt und der nicht aufpasst, kann ich doch nicht einfach bloß zuschauen. Und ich sage, doch, ich unterhalte mich jetzt mit deinem Geist. Du kannst es. Der Matten in deinem Traum ist ein reines Programm, der wird selbstverständlich hinrennen und seinen Sohn zurückhalten. Jetzt hast du dich gelöst, wenn du das mit dem Abstand anschauen kannst, ohne was an dir verändern zu wollen. Verstehst du? Mhm. Das ist immer wieder dasselbe Spiel. Wenn ich sage, ein Arzt wird dir nicht helfen können, der wird es nicht verhindern können, dass aus der Raube ein Schmetterling wird. Weil die ja nichts wissen, wie willst du dir von einem Arzt helfen lassen, der keine Ahnung hat, wie Geist wirklich funktioniert. Da kannst du auch zu Psychiater gehen, weil das alles raumzeitliches Geschwätz ist. Du wirst erst einmal merken, dass die Figuren in deinem Traum alle bloß rezitieren. Und der hat gesagt und der hat entdeckt und 1800 sowieso hat der gemacht. Das ist ein reines Rezitieren von Daten, die von Hören sagen können. Jetzt raumzeitlich ausgedacht. Das ist, was ist für eine Symbolik dahinter? Das erschließt sich mit Holofeeling. Und es ist jetzt auch keine Schuldzuweisung. Wie oft habe ich in dem Vortrag gesagt, ich habe einen tiefen Respekt vor die ganzen Charaktere, die ich mir ausdenke. Nie irgendjemand, den ich mir jetzt ausdenke, vorwerfen, dass er so ist, wie ich ihn ausdenke. Dann kriegst du Schöpferbewusstsein. Und du brauchst in Geschichten, brauchst du halt die Guten und die Bösen. Die Gescheiten und die Dummen. Wir haben wieder Plus und Minus. Plus, dass du jetzt alles gleichzeitig bist. Das sind deine Gedankenwellen. Verstehst du? Mehr muss man zuerst einmal gar nicht wissen. Was dann mit den Wörteraufächern kommt, ist, wie ich immer wieder sage, das ist, wenn ich dich in die Tiefe hineinführe, wo du dann wirklich schöpferisch tätig werden kannst, wo du komplett eigene Welten kreieren kannst, so wie du jetzt ein Teil meiner Welt bist.
Und das passiert. Also wie gesagt, das macht dann im ersten Moment hilflos. Die Kirche sagt dir zumindest, du musst beten und das darfst du nicht tun, dass du zumindest eine Anweisung. Das ist bei mir, ich sage, lass es fließen, werde zum Beobachter, Tierchen gucken. Und dann wirst du irgendwann einmal lernen, über diese Heilige Marie, über das Programm zu lachen. Das ist nämlich der Heilungsprozess. Und du rutschst immer wieder runter und meinst, du müsstest, dass der besser geht. Der Heilige Marie geht es überhaupt nicht. Dir geht's. Dir geht so und so. Der Einzige, der leidet, ist der Geist, der vergessen hat, wer er ist. Das ist das Verrückte. Nur dieser Geist, der träumt, erlebt den Traum. Zwangsläufig ist der Geist der Einzige, der leidet. Denk an mein Beispiel mit den Zahnschmerzen. Wenn du jetzt irgendein Bekannter oder was von dir Zahnschmerzen hast, jetzt, solange du glaubst, du bist die Heilige Maria, bist du das ja nicht. Also hast du bist ja nicht dieser Körper. Also hast du auch nicht diese Schmerzen, okay, weil du denkst dir den Körper bloß aus. Denkst du dir aber den Heilige Marie-Körper aus, ist in dir noch so tief der Glaube, dass du die Heilige Marie bist. Damit materialisiert sich das Körpergefühl in dir, weil dein Glaube ist der Verwirklicher. Und damit zwangsläufig auch realisiert sich der Schmerz. Und du wirst irgendwann einmal dich so weit loslösen, dass du die Heilige Marie ist für dich genauso ein Gedanke, wenn du ich bist. Ist jetzt die Heilige Marie ein Gedanke, den du dir ausdenkst, genauso wie der Udo oder irgendjemand anders? Es sind einfach nur meine Gedanken. Und damit löst du dich und jetzt hast du zwar immer noch die Bilder, aber mit diesem Abstand, den du hast, wenn er andere Schmerzen hat. Oder was ich jetzt festgestellt habe, das ist dieses Durcheinander. Zum Beispiel, ich mache mir viel zu viel Gedanken drüber, darf ich den Udo jetzt stören? Ich bin ja nicht die Einzige, da sind ja noch viele da. Ja, das merkst du dann schon, wenn ich nicht hingehe. Das ist immer wieder so eine Sache. Ich suche mir das dann schon raus. Das dürfen nur geistreiche Sachen sein und dann wieder verstehe ich Verschiedenes. Das ist natürlich jetzt der Unterschied. Das habe ich ganz selten, dass einer wirklich geistreich fragt, dass der sucht. Das ist ganz selten das, was du mir jetzt erzählst. Das ist Mühseligkeit, Heide Marie. Das ist ein Akt von Demut, weil da muss ich dir nicht sagen, geh in die Selbstgespräche. Ich habe jetzt nur wieder wiederholt. All das, was ich dir jetzt gesagt habe, was du auf 6, 7 oder 10 Selbstgespräche mindestens finden, die im Internet sogar sind. Wie oft ich das jetzt erzähle, wo das nicht aufgenommen wird, jetzt raumzeitlich gesprochen, das kannst du dir gar nicht ausmalen. Also Geduld, keiner lebt dir Geduld mehr vor wie ich. Aber das Schöne ist, durch was Zeit spielt eh keine Rolle. Mir rennt keine Zeit davon, weil ich in, wie gesagt, in ganz anderen Maßstäben denke. Aber das ist also hier, dass man da wirklich überlegen sollte, dass du findest das alles in dir. Es ist tausendmal gesagt, es gibt nichts. Es gibt keine Frage jetzt in Bezug auf das normale Leben, wo mir irgendjemand stellen könnte, wo ich nicht schon wirklich in hunderte verschiedene Facetten und Beispielen darauf hingewiesen habe, wie das funktioniert. Und es ist ganz einfach. Das ist ja das Verrückte. Auch hier wieder ein Beispiel, wenn ich dann sage, wenn ich jetzt wieder Donis nenne, ist nur ein Name, ist nur ein Gedanke, dass die jetzt im Ruhestand, in der Rente, dass die ganz definitiv sagen, Mensch, du hast es vor 20 Jahren schon gesagt, du hast es hunderte Male, tausende Male erzählt. Wieso braucht man so lange, bis man das checkt? Obwohl man es doch im ersten Moment schon checken könnte. Und ich sage, es ist das Ego. Das Ego ist so unendlich hartnäckig. Das Ego will sich am Leben erhalten. Wenn du jetzt angenommen, du bist jetzt gesund so, das plätschert so dahin in deinem Alter und dann kriegst du irgendein massives Zipperlein. Ich sage, das Holo-Feeling kann man noch gut, dieses Bewusstsein aufrechterhalten und sobald dann Schmerzen oder was kommen, wirst du merken, wie massiv das Ego um sich schlägt, die Angst um sich schlägt. Wieder besseren Wissens. Aber das ist ja, das Ego ist ja nur ein Souffleur. Ich habe so in einem der Selbstgespräche dieses Gefängnis, wo alle eingesperrt sind, die keine eigene Meinung haben. Ich hoffe, du kennst das Gleichnis. Das erzähle ich jetzt aber nicht. Nee, das kann ich mir dann ja mal anhören. Das habe ich auch zigfach erzählt, ist in einem Selbstgespräch drin, dass also hier du dich einsperrst in dem Glauben und das Ego will permanent von einem anderen, von einem Fachmann gesagt bekommen, was du jetzt glauben sollst und was richtig ist. Und damit entheiligst du dich selber, du entmündigst dich. Das ist der Satz, du wirst immer in der Welt leben, die du nachplapperst. Und das sind immer Welten von anderen, sind immer Welten, die dir auch bloß nachplappern. Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und es ist doch so einfach, sich einfach bewusst zu machen, was ist jetzt? Und wirklich dir immer klar zu machen, ich bin was anderes wie meine Gedanken.
Da gibt es nicht Gedanken, egal was du denkst, die machen dich nicht heiler, wie du bist. Wenn du dieses Nichts bist, bist du heil, weil du dann alles bist. Und ich sage immer wieder, das Meer, wir sagen jetzt einfach, du bist immer, du bist das Meer, du bist dieser nicht denkbare Geist. Und wenn du jetzt an Menschen denkst, setz den Mensch, wie du willst, das sind nur verschiedene Gedankenwellen, die in dir auftauchen. Ob du an den Udo denkst, an die Heidi Maria, an den Heiko, egal an wen du denkst, das sind einfach nur Wellen, die immer nur da sind, wenn die aus dir auftauchen. Und jetzt ist das erste Problem, ist, dass du an einer bestimmten Welle sagst, du, das bin ich, die Heidi Maria, und alle anderen Wellen bin ich nicht. Ich sag, habt ihr nicht begriffen, dass ihr die Glieder meines Leibes seid? Dann bist du ich. Das sind meine Gedankenwellen, die sind unzählig vielfältig. Und die sind unterschiedlich, wie wenn ich jetzt an ein Auge denke oder an ein Ohr denke, aber es sind trotzdem meine Körperglieder. Das sehe ich, die Völker, die Religionen. Es sind meine Religionen, das sind Spezialisierungen, habe ich zigfach erklärt. Da rede ich nicht von besser und schlechter, weil ich kann doch nicht sagen, das Auge ist besser wie das Ohr, weil ich sehen kann, dafür kann der Depp nicht hören. Und umgekehrt. Verstehst du? Ich benutze alle Religionen. Das ist ja das Verrückte. Bis hin zur Naturwissenschaft. Ist ja auch eine Glaubensgemeinschaft. Und jetzt ist es natürlich interessant, was noch schlimmer ist, dass wenn du meinst, eine bestimmte Welle, Pfefferminz, die Aspirin, könnte ich heilen. Das ist ja Blödsinn. Genauso wenig kann dich nichts umbringen. Du kannst einen Kriegsfilm haben, nur eine Atombombe kann in den Berg hochgehen. Wenn du dir das ausdenkst. Du bist der Einzige, der überbleibt, weil das deine Wellen sind. Du bist doch immer. Nicht die Erscheinungen. Oder da ist jetzt irgendeine Welle, wir nennen das eine bestimmte Krankheit, irgendeine Welle, und du schaust jetzt die Welle an, oh, habe ich eine Angst vor der kleinen Welle. Wie kannst du als Meer Angst haben von einer Welle, die in dir auftaucht? Oder von einer kleinen Wespe, ne? Das ist das Reaktionssystem, und jetzt musst du einfach daneben stehen und es beobachten, wie die Heidi Marie reagiert. Ganz und wenn die, ob die jetzt versucht, du kannst die zum Beispiel beobachten, dass sie dann auch schlägt, dass sie weggeht. Du kannst auch beobachten, dass sie starr vor Angst da sitzt und sagst, ich darf mich nicht bewegen, dann tut's mir nichts. Egal, was das Heidi-Marie-Programm macht, du bist der, der sich das anschaut. Hm, nein, das ist das, wo ich im richtigen Moment dann ausgeschaltet ist. Und dann bist du, wenn du in der Angst hast, fällst du voll in dieses Unbewusstsein rein. Was aber dann automatisch im Jetzt, ich sage jetzt wieder im Nachhinein, was ein Blödsinn ist, auf der höheren Ebene ist es immer jetzt, komm dieses Mensch, der bist jetzt wieder voll neben dir gestanden, aber jetzt hat sich nur die Seite gedreht. Das ist wie beim Buch. Definitiv, wenn du wach bist, das höhere Bewusstsein, das ist auch das mit der Erdkugel, die man mit dem Scheinwerfer an, die Kugel mit dem Scheinwerfer, das, da ist dann alles gleichzeitig. Das ist das global das höhere Bewusstsein. Und du merkst, das Bewusstsein hat überhaupt nichts zu tun mit Vielwisserei. Es ist nur eine andere Betrachtungsperspektive von den Dingen. Das ist ein ganz wichtiger Satz, wo ich dir jetzt gesagt habe. Und den Weg, erinnere dich an mein Beispiel mit dem Wegweiser. Das ist der Weg, den ich dir zeige. Und der ist nicht verbunden, dass du den als Heidemarie mit irgendeiner Tätigkeit, mit Beten oder mit irgendwas erreichen könntest. Das ist, weil es in einer anderen Ebene liegt. Drum ist es mir vollkommen, du wirst von mir nicht hören, was du essen sollst oder nicht essen sollst, was du darfst, was du nicht darfst, das machen Religionen. Verstehst du, die Feindbilder predigen und Einseitigkeiten anstreben. Wir wollen doch jetzt in die Vollkommenheit, wo wir eigentlich die ganze Zeit schon sind. Und dass das verlassen wurde, ist auch nichts verkehrt gelaufen. Drum konntest du doch dieses Leben der Heidi Marie so real erleben. Das geht nur in der Vergessenheit. Im Nachhinein lachst du dann. Alles Schlimme im Nachhinein bleibt bloß noch das Gute über. Glaub es mir. Wenn du loslassen kannst. Also diese ganzen Für und Wider und dieses ganze Getue da, dass ich, wenn ich jetzt nicht Holofeeling mache, dass ich dann was... Aber wie willst du Holofeeling machen? Das ist doch schon mal so eine Sache. Da wird Holofeeling schon wieder zu was ausgedacht. Eben, ne? Doch, es gibt da keine Holofeeling-Gruppe. Das ist Holofeeling, heißt das Gefühl, alles zu sein. Also wie willst du das machen? Das bist du doch schon. Du hast es doch vergessen. Die Lehre des Holofeeling unterstützt dich dabei, dich wieder zu erinnern, was die Wirklichkeit ist. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich wollte sagen, die ganzen Schriften und das alles. Ich freue mich, die zu haben. Und jetzt wollte ich mich auch drüber machen und mir das... Na, wie du sagst, dies anhören und so. Und dann mit einem Mal, dann kommt er wieder, wenn du das nicht magst, dann... Das ist dein Ego. Ja, ich habe das noch nie gesagt. Ja. Ich sage, du musst keine hebräischen Zeichen lernen. Das reden die sich ein. Ja, der ist so weit in Redo, wenn ich jetzt höre, die wissen alle so viel. Ich sage, das ist wie wenn du das Ohr bist und sagst, hey, der behauptet, der kann sehen, ich weiß nicht, was sehen ist.
Es ist nicht deine Aufgabe jetzt, Heidemarie. Ja, okay. Du musst das tun, was dir Spaß macht. Und wenn du lieber strickst wie Offenbarungen lesen, dann strick. Du lebst das Leben der Heidemarie. Verstehst du? Wenn du mehr Spaß hast am Stricken wie studieren, dann strick. Du sollst dich finden, dass du in dem Charakter mit dem zufrieden bist, was du bist. Darum geht's mir. Du musst diesen Frieden finden, indem du ganz einfach das Leben lebst, die Rolle spielst, die du zum Spielen hast. Und es muss dir Spaß machen. Und in dem Moment findest du deine Befriedigung. Jetzt habe ich Merkst du, das Solo-Feeling ist ganz, das meine Lehre ist ganz ohne Drohungen oder irgendwas. Und du kommst trotzdem dahin. Ich sage immer wieder, alle Wege führen zu Gott. Alle Wege führen zu Gott. Jede Religion führt zu Gott. Welche Religion du gehst, ich sage selbst nicht an Gott zu glauben, ist eine Religion. Welche Religion spielt keine Rolle, die führen alle zu Gott. Aber geh, lass es fließen und halte dich nicht permanent an irgendwelche Dogmen fest. okay. Dieser berühmte Satz, den man Einstein zuspricht, wenn jetzt einer wieder rezitiert, der sagt, Einstein hat gesagt, jetzt sind wir schon wieder in dem Punkt, ich sage dir genau, welches Buch er liest oder was er nachplappert. Einstein hat gesagt, wenn du vom Becher der Naturwissenschaften trinkst, das ist dieses materielle Wissen, dann macht dich das zuerst betrunken und es treibt dich in den Atheismus. Dann kann man alles erklären, dann bist du dieser Professor Lesch. Aber wenn du dann die ganze Naturwissenschaft, was jetzt mit Holofeeling passiert, dass du das wirklich studierst und du plötzlich diese ganzen Schizophrenien und die Widersprüche erkennst, nicht weil du demütig nachplapperst, was diese Professoren dir erklären, sondern weil du selber denkst, kann das überhaupt sein? Wenn du diesen Becher leer getrunken hast, dann lacht dir am Boden des Bechers wieder Gott entgegen. Und das wirst dann merken, das in allen Sachen, wenn du die Schizophrenien von den Kirchen hörst, egal welche Kirchen das sind, weißt du, das ist lauter mit Dogmen und Zeug und letztendlich sind es genauso, es sind Betriebe. Die katholische Kirche ist eine Firma. Die protestantische Kirche ist eine Firma. Die Zeugen Jehovas sind Firmen, wo es das dann mal geht. Politische Partei ist eine Firma. Diese ganzen Gruppierungen. Wie oft habe ich das gesagt? Was haben die gemeinsam? Sie leiden es erst einmal an dem Wahn zu glauben, sie haben Recht. Ihre Perspektive, sie haben Recht. Jeder Glauben, jede Glaubensgemeinschaft, sobald der Glauben im Widerspruch steht zu einem anderen Glauben, ist der unvollkommen. Das ein Beispiel müsste klar sein, darüber diskutiere ich nicht. Das nächste ist, dass sie Feindbilder bekämpfen. Ja. Mögen sie sich noch so christlich lernen, liebe deine Feinde, keine Spur. Auch der Satan, den die Zeugen Jehovas bekämpfen, ist ein Feindbild. Und sie glauben, wenn man möglichst viel zahlende Mitglieder haben, wenn man mächtig. Das gilt doch für alles. Von der politischen Partei über die Glaubensgemeinschaft bis hin zu einem Fußballverein. Naja, Geld und Macht ist. Das ist doch so offensichtlich. Aber jetzt stehst du alleine da, vollkommen alleine. Du willst immer, dein Leben lang hast du irgendwie wo dazugehören wollen, zu den Guten, zu denen, die jetzt die Flüchtlinge helfen. Aber wenn du zu denen gehörst, die Flüchtlinge helfen, gehörst du nicht zu denen, die gegen die Flüchtlinge sind. Das ist ein Spiel, das ist ein Zeichentrickfilm, verstehst du, ein Traum. Du bleibst unvollkommen. Jetzt musst du natürlich wissen, dass die, die gegen die Flüchtlinge sind, die Neonazis auch glauben, dass sie die Guten sind. Weil ja ihnen ihre Logik logisch erscheint. Und jetzt sage ich immer wieder die Kehrseite. Du wirst merken, das hat immer zwei Seiten. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Deine Einseitigkeit wird immer wieder ins Gegenteil umkippen. Mach einmal die französische Revolution, wo sich, oder die russische Revolution, da ist man gegen den König, gegen den Zar gewesen. Ein Fürstenhaus, das angeblich so böse ist und die Leute ausbeutet. Dann kippt das ganze System um. Der Böbel an die Macht, verstehst du? Kinder an die Macht, die Demokratie, dann haben sie erst einmal die ganzen Zaren und die Könige weggeköpft. Wie lange hat es gehalten und dann kommt der nächste Aufstand? Ist das nach Russland, das nach zaristische Russland, das kommunistische Russland freier gewesen? War die DDR frei in ihrem Sozialismus, in ihren Verlogenen? Da ist doch die Gleichheit und die Bespitzelung noch wesentlich krasser gewesen wie unter dem König. Stimmt oder stimmt? Meinst du, dass die Demokratie in Deutschland frei ist? Weißt du, dass ich 1980 habe ich zu jungen Leuten schon gesagt, ihr werdet irgendwann einmal begreifen, in euren dollen freien Deutschland, 1980 hat er noch gar keiner das geahnt, dass ihr kein bisschen freier seid wie die Leute im Dritten Reich oder die Leute in der DDR. Und dann haben alle recht hämisch gegrinst, weil die ja so frei sind, weil sie sich Autos kaufen können und ins Ausland reisen können. Freiheit, wie definierst du Freiheit? Freiheit ist, wenn du selber denkst,
Und nicht, wenn du ein Konsumzombie bist, der jeden Modentrend nachhechelt und jeden neu aus Amerika, das brauche ich jetzt, jedes Handy und Facebook, verstehst du, dazu zu gehören. Das ist die Dummheit der Jugend. Ja. Das Zungenpiercing, egal welche Scheiße. Dann habe ich hier 1983, habe ich zu Leuten gesagt, wie ich meinen Laden noch hatte, habe ich gesagt, wenn du genügend Geld hast, was gut riecht, Parfüm, hat nichts mit dem zu tun, wie es riecht, sage ich, wenn du mir jetzt 50 Millionen für Werbung gibst, dann schmieren sich die Leute ein Odel ins Gesicht, eine Jauche ins Gesicht und riechen, dass das gut riecht. Dann haben die natürlich wieder hämisch gekriegt. Dann habe ich gesagt, pass auf, es ist überhaupt kein Problem, dass ich eine Opernarie in der Popmusik, in der Hitparade auf Platz 1 bringe. Du musst es bloß über die Medien verkaufen. Genau. Jahre später kommt der Paul Potts mit Nessun Dorma. Und da musst du schauen, das Jahr, nachdem der hier diesen Wettbewerb gewonnen hat, da ist es eine Jugendveranstaltung, so Dom, wo Jugendliche sind, wo nur Popgruppen sind, da war er der Top-Act, der Top-Star. Und dann sind die 13-, 14-, 16-Jährigen mit den Zahnspangen, wie du das noch vor die Beatles-Zeiten kennst, und haben hier gekreischt, als wenn die Beatles auf der Bühne sind, wie der die Opernarie sind. Ein paar Jahre vorher, wenn du gesagt hättest, der Opernarie wird Hitparade Platz 1, hat jeder gesagt, du spinnst. Es ist eine Vermarktung. Jetzt ist bei den jungen Leuten sind die Sidecuts in. Du weißt, was ich meine, wenn die Sidecuts, die Frisuren bei den Männern, jetzt kommen wir schon wieder langsam die langen Haare, das ist das, was die Hitlerjugend gehabt hat. Oben die Haare und dann fast glatt rasiert an den Seiten. Das nennt man Sidecut heute in Marie. Vor 10 Jahren, wenn du einen Sidecut gehabt hättest, dann hätten gesagt, der rennt ja rum wie ein Nazi. Mit Piercing ist doch auch so. Also, du meine Beispiele, die ganzen Sachen, ne? Vorträge jetzt, was ich damit sagen will, ist das deine Vorstellung von Freiheit? Das Gemeine an eurer Vorstellung von Freiheit ist, dass ihr in der Illusion lebt, ihr würdet selber entscheiden und ihr merkt gar nicht, dass ihr zu vollkommen geistlos nachäffenden Zombies geworden sind. Das habe ich 1980, habe ich das zu den jungen Leuten bei mir im Laden schon gesagt. Aber da hättest du überhaupt keinen erreicht, weil da kannst du keinen erreichen, weil die ja voll frei entscheiden. Sie wissen ja, was ihr Style ist, was ihnen gefällt, dass die das nur nachäffen, dass ihnen das gefällt, was sie einsuggeriert bekommen, weil sie irgendwo dazugehören wollen. Mein Zungenpiercing Beispiel. Und das ist vollkommen austauschbar, glaub es mir. Und das kann man beobachten, wenn du Tierchenkunden machst. Ist kein Vorwurf, wohlgemerkt, das ist ein Traum mit Figuren in einem Traum und du sollst einfach die Tierchen, die Charaktere beobachten, wie die funktionieren. Und das ist der Sinn des Lebens. Genau. Und das bleibt jetzt was Intimes. Das ist ein Spiel, das spiele ich und du. Ja. Der Geist, der dieses Gespräch sich jetzt ausdenkt. Und dieser Geist, der sich dieses Gespräch ausdenkt, ist nicht die ausgedachte Heidemarie und es ist nicht der ausgedachte Udo. Du bist was ganz was anderes. Egal, wer du jetzt zu sein glaubst, es kann jetzt sein, dass du wer anders zu sein glaubst. Und du hast jetzt ständig wechselnde Bilder. Und jetzt sage ich wieder, wenn du das jetzt hörst, das wurde nicht in der Vergangenheit aufgenommen. Jetzt. Es wird jetzt aufgenommen und du kannst es nur jetzt anhören. Und da ist jetzt nicht irgendwo eine Heidemarie in Nürnberg und ein Udo in Weißenburg, sondern die beiden, das Nürnberg und das Weißenburg und die Heidemarie und der Udo, die sind jetzt in deinem Kopf, hier und jetzt, aufgetaucht in dir. Wieso auch? Wenn du das verstanden hast, hast du eigentlich schon alles verstanden. Ja, prima. Okay, und das passiert, es wird immer klarer. Noch genauer kann ich es dir nicht zeigen und dann müssen wir doch noch gar kein hebräischen Zeichen oder so lernen. Wobei das natürlich dann unheimlich interessant wird, wenn du da mal die Reife hast, dass dich das interessiert. Das ist ungefähr, wie ich sage, wie die Pubertät. Du warst beim Pubertätsbeispiel mit dem Zungenkuss. Vorher sagt der Junge, ach, wie eklig, wenn du sagst, stell dir vor, ein Mädchen steckt dir die Zunge im Mund und dann kommt dieser Wechsel, der Reifewechsel in der Pubertät und dann ist das, was er vorher als eklig empfunden hat, der kann er nichts mehr anders denken. Und alles, was vorher für ihn wichtig war, wird jetzt vollkommen nichtig. Das löscht sich komplett aus, wenn du durch die Pubertät gehst. Und das ist jetzt dieser Wechsel im Geist, dass alles, das am Leben erhalten, das Geld, das geliebt werden wollen, all das wird sowas vor unheimlich unwichtig. Dich interessiert immer mehr, wie funktioniere ich eigentlich? Du richtest dich jetzt ganz anders aus. Das Verrückte ist, die verborgene Harmonie der Dinge, du kriegst dann die Fähigkeit, wirklich die Welt, auch die Realität, zu verändern wie ein Gott. Bloß, dass dich jetzt, sind viele natürlich dann heiß drauf, weil sie sagen, dann kann er mir ja was, was ich, ein eigenes Haus machen oder eine Yacht machen oder einen Urlaub machen, das würde ich dann nochmal interessieren. Das ist jetzt das Gemeine, muss ich sagen, an meiner Schöpfung. In dem Moment, wo du das kannst,
Würde dich das überhaupt noch mal interessieren? Dich interessiert jetzt das heilige Ganze. Wer bin ich eigentlich? Du verschwendest keine Zeit mehr, dir irgendwas Bestimmtes für die Heidemarie zu materialisieren. Das wird so nebensächlich. Wer ist die Heidemarie? Ist doch bloß eine von vielen Figuren, die ich bin. Das ist, dich interessiert der Überbau, die Dasse, könnte ich jetzt sagen, in meinem Beispiel. Aber lass dich überraschen, es passiert ganz einfach. Gut. Okay, tschüss. Liebe Udo,